Themenvorschau 28. Juli 2023 für Frequent Traveler TV. Heute in der Folge 219, die um 19 Uhr startet auf Frequent Traveler TV für euch, geht es um folgende Themen. Die Swiss führt auf Langstreckenflügen gratis Internet zum Chatten ein. Ja, auf allen Flügen. Die Fluggäste von Swiss profitieren also ab Mittwoch, dem 2. August, auf sämtlichen Langstreckenflügen neu von dem kostenlosen Internet für die Nutzung von Chatdiensten wie WhatsApp. Und was auch spannend ist, ist, der Service steht in allen Reiseklassen zur Verfügung während des gesamten Fluges. Es gibt keine Datenbegrenzung. Wer zusätzliche Funktionen wie das Surfen im Internet, E-Mail oder Social Media nutzen möchte, kann aus zwei Zusatzpaketen wählen. Ich habe für euch die Preisliste heute Abend in der Sendung. Nutzt ihr Messenger-Dienste auf den Flügen oder nutzt ihr Internet auf den Flügen oder sagt ihr einfach grundsätzlich, es ist zu teuer? Da bin ich mal gespannt, was ihr bei der Frage des Tages heute beantwortet. Was die letzte Generation antwortet, wenn der Flughafen Düsseldorf sagt, wir wollen Schadensersatz für eure Aktion, da bin ich auch mal gespannt. Und dann haben wir wieder das Thema starke Buchungen bei IAG, bei Finnair, bei allen, bei Lufthansa. Teure Ticketpreise, da müssen wir einfach mal drauf eingehen nochmal. Eurowings wollte ja mit dem A321neo nach Dubai fliegen. Das wird nix, aber ein anderes Flugzeug fliegt dann nach Dubai. Sprechen wir auch drüber. Dann Alaska Airlines Awards, jetzt auf Starlux. Ja, Starlux, die Airline, die in meinen Augen eine relativ coole Geschichte ist, kann man jetzt mit Alaska Airlines Meilen buchen. Und dann nur noch heute, wichtig, 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 100% Bonus bei IHG Rewards. Erinnerung, die gibt es heute auch in der Sendung. Dann freue ich mich auf euch heute Abend bei Frequent Traveler TV um 19 Uhr live für euch mit der frisch gepressten Sendung. Habe ich es am Anfang auch gesagt? Nein, aber die Sendung ist frisch gepresst. Also, bis heute Abend 19 Uhr. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann. Ciao.